Der letzte Lauf über 300 Meter der Männer. Janik Schaufenberger auf der Außenbahn neben Ludwig Zehmann. Dann Julian Lammert, Ihnen jetzt Jan Schenk, der Geislinger und Erik Brandt vom Borsen Wittichingen. Auf der Innenbahn Jan Schenk. Jetzt mit deutlichem Vorsprung vor dem Feld, dahinter Erik Brandt und Julian Lammert. Es geht nach Geislingen an Jan Schenk.